Am 25. November ist der offizielle Tag gegen Gewalt an Frauen. Das findet mittlerweile zum 17. Mal statt, also seit 17 Jahren. In Deutschland wird jede siebte Frau Opfer von physischer oder psychischer Gewalt. Und nur überhaupt 5% aller Sexualstraftaten werden überhaupt zur Anzeige gebracht. Und das Krasse ist, von diesen 5% führen überhaupt erst 10% zu einer Verurteilung. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs, wir brauchen eine öffentliche Debatte, damit wir auch gemeinsam Strategien dagegen entwerfen können, miteinander diskutieren können und entwickeln können. Das Motto der Fahnenaktion in diesem Jahr ist Türen auf. Und das gilt auch für Sachsen, wo es noch nicht mal ein Frauenschutzhaus pro Landkreis gibt. Alle, die Gewalt erfahren, sollen im gleichen Maße Schutz und Hilfe erhalten. Deswegen brauchen wir mehr barrierefreie Plätze in den Frauenschutzhäusern und mehr Dolmetscherinnen, die übersetzen. Eine gewaltfreie Gesellschaft fängt nicht erst bei Gewaltschutz an. Wir brauchen eine Bildungsarbeit, aus der selbstbewusste Mädchen und respektvolle Jungen hervorgehen. Aus diesem Grund haben wir heute die Fahne gehisst und wir sagen ganz klar Nein zu Gewalt an Frauen.